gemacht. Leveln ist auch ein bisschen öde. Wahrscheinlich, weil ich mich freue, mit anderen Leuten zusammen zu spielen und so. Das viele Chatten macht auch Spaß. Das sind also eher die Leute als das Spiel. Das sind irgendwie nicht so ignorante Leute wie bei anderen Games. Bei Path of Exile kannst du 200 Mal Hallo sagen, es antwortet niemand zurück. Und wenn dann mit He. Wow. Das ist sehr anstrengend, ein Hallo zu schreiben. Aber ja, die Menschen hätten mich überqueren. Das ist ein schlechtes Zeichen. Dann werden die Menschen immer wie sensibler und ja. Ich hoffe, ihr seid nicht so und ja. Schaut es als positiv an, wenn ihr kräftig seid und ja, also kräftig im Sinne von Schreiben und soziale Engagement, so Sachen. Weil es ist zwar natürlich ein bisschen anstrengend, aber der Körper gewöhnt sich daran, also die Seele, das Gehirn. Und wenn man nur noch das Wichtigste machen soll, dann hat man mehr Schmerzen als irgendwie, wenn man die ganze Zeit irgendwie im Stress ist. Also natürlich ist es nur ein Game und man wird eigentlich für nichts gezwungen, aber es ist vor allem bei Online-Rollenspielen schon einfach wichtig, dass die Leute etwas zeigen, etwas gut machen und so. Wenn jemand mal besser ist als ich. Viele Leute, also vor allem Part of Exile, haben sehr viele Probleme. Wenn ihr mal ein gutes Item finden soll, müsst ihr es natürlich sofort abkaufen. Und ja, nicht weiter sagen als mögliche. Ist ja gut, man darf Sachen kaufen, aber doch nicht alles abkaufen. Das ist wie bei der Pharmaindustrie oder so, sofort alles abkaufen. Die Medikamente müssen von Roche sein oder von, wie sagt man, Helvetia, wie heißt das Ding, das Helfana oder so, weiß jetzt nicht mehr genau. Und ja, diese großen Konzerne, die kacken. Beide, also Roche und dieses andere, sind von Basel und sind weltweit bekannt und müllen einfach mal ganz Basel zu. So viele, vor allem so große Fabriken überall und so. Schrecklich. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Pharma, ich interessiere mich nicht für Pharma, aber Medikamente, das sollte nicht von Machtgier betrieben werden, sondern von guten, freundlichen Leute und so. Kein Milliardenprodukt sein und so weiter. Es ist schon schlimm genug, also muss man nicht noch die Medikamente extrem teuer machen, damit man noch mehr Multimillionär, Milliardär wird und so. Ah, Novartis heißt es, genau. Dann komme ich nicht drauf, weil ich mit Arm und anfange. Genau, Novartis, das ist der größte Bullshit. Das ist wirklich der
Richtung gibt. Ich brauche Geist. Die macht es hier gemütlich. Ich könnte einen mal angreifen. Außerhalb greifen von dieser Seite an, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass jemand sieht von Syrtis. So. Ja, jetzt habe ich ihn wieder ausgewählt. Ja, nicht so stark. Was ist denn los, Wede? Problem. Ja, was? Nein. Ja, sorry. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Ring. Ja. Naja, Tag. Und ich bin 34, habe ja, ein Pferd gefunden. Ein leichtes Pferd, das im Weihnachtsbaum, der sogar unendlich ist, also nicht abläuft. Und was für ein Pferd und ein kleiner Nephrim. Ist wahrscheinlich der häufigste Kristall. Edelstein, ja, magische Edelstein. Es geht aber trotzdem, ich bin ein bisschen glücklich. Wenigstens ein. Ja. Gibt leider nicht so viel zu tun. Ich habe einen Erdwächter getötet, also mit Hilfe von einem Lucerus. Dankeschön dafür. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ah ja, die Geister getötet, die Geister geschlachten ist die. Da war, wo wir gestorben sind. Getroffen haben. Die Geister sind stark gegen Schützen, weil wir nicht so viel Defensive haben. Aber es hat dann doch noch geklappt, nach dem vierten Geist, glaube ich. Ist noch relativ gut. Andere haben so 120 haben sie mit Zeit getötet und keinen Edelstein bekommen. Oh, diese Quest ist auch abgeschlossen, sonst ich kenne keine Quest, also ich bekomme keine andere Quest. So. Ja. Machen wir einfach Reichsquests, mehr kann ich auch nicht machen. Alles ist momentan sehr in der depressiven Phase. Ist fast niemand online. Heute Morgen war alles Igen. Die kamen mit 20 Leuten auf einen oder so. Völlig weg. Dabei war Syrtis die ganze Zeit in ihrem Reich. Aber nein, sie müssen alles das Ding. Wir haben ja dort Edelsteine. Jawohl! Wir haben schon lange diese zwei verloren an Ignis. Wieso greifen sie uns an? Sind alle ein Pussis und können nicht anders als zu 20-fach angreifen. Das war knapp. Ich ging so an die Brücke Richtung da. Schau mal fort. Nein, das war meine Ritter fort, ging ich. Und dann kamen eben diese 20 mit zusammen. Alles waren super Profis und so. Von verschiedenen Gilden und alles mögliche. Und sind ganz knapp hier durch Richtung Imperial Castle. Es war extrem knapp. Ich wäre fast gestorben. Ich war hinter einem Baum zum Glück. Kommt einfach so eine Armee. Oh, wir greifen ein paar Jahre an, das ist gut bewacht. Ja, mit schwarzen Kampfleuten. Wir müssen mit einer riesen Truppe kommen, mit schwarzen Kampfleuten. Die Schreden und Equipment sind.
Ja, ihr seid so scheiße, ich weiß. Bis gleich. So, bin wieder da. Gehen rein wieder. Ja, das Forum ist immer noch zu. Ich weiß nicht, was die dort machen. Sie sagten, sie bauen um. Ja, sie bauen um. Das Forum, das schon seit 5 Jahren gleichen Stil hat. Sie bauen das um. Ja, ja. Ganz klar. Das glaubt jetzt jeder. Lade doch endlich. Dankeschön. So. Ich hab doch Bock zu gehen. Ja, wie weit sind wir hinten? Bitte. Telefon, heute ist Telefon-Tor-Hotel. Oh, mein Vater. Er ist zu Hause und muss natürlich auch nicht anrufen. Wie geht das Mädchen? So. Genug gelästert. Einfach irgendwas gemacht haben, damit ich nicht mehr 5 Magnetstück bekomme. Ich habe an einem Tag 20 solche Teile gefunden. 5 Magneten. Aber nein, ich Gott. Seitdem ich den Boost habe, alle kleines Teil. Lotties. Jäger, bin ich so aufregend. So, kein Pach. Sie sind jetzt plötzlich wieder so viel online. Das ist das nur Zufall, dass wir jetzt gerade uns kreisen? Es war mal gar nichts los. Ging mindestens 5 Runden Magneten zusammen, neben ihm habe ich getroffen. Das waren erst vor einer Stunde.